Heute gibt es die nächsten Player Ratings Platz 80 bis 61. Mal gucken, wie viele brauchbare Spieler heute dabei sind. An die smarteste Community auf YouTube, herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal und zum Doppel-Upload Nummer 2 oder zum zweiten Video des Tages. Heute kümmern wir uns erneut um die nächsten Player-Ratings. Ihr habt sie rausgehauen um 15 Uhr, Platz 80 bis 61. Und nach gestern, nach der harten Enttäuschung, wollen wir heute hoffen, ja, in irgendeiner Art und Weise, dass wir vielleicht ein bisschen positiver gestimmt sind auf FIFA 90. Ich meine, durch die Icons sind wir sowieso. Deswegen lassen wir uns einfach mal überraschen. Wenn euch das ganze Video gefällt, gebt gerne einen Daumen nach oben. Kostenloses Abo wäre Weltklasse. Aktiviert die Glocke. Und falls du noch FIFA Points aufladen möchtest und mich unterstützen möchtest, vielleicht für Livestreams, Pack Openings, Drafts, Giveaways etc. pp., kannst du das gerne unten in der Videobeschreibung abchecken. Da ist mein Link zu MMOGA. Gibt es günstige PSN oder Xbox Karten. Jetzt starten wir direkt mal rein. Vielen, vielen Dank für den ganzen Support der letzten Tage. Es ist überragend. Langsam geht der FIFA Hype wieder richtig los. Und deswegen gehen wir los mit Platz Nummer 80. Und das ist Raja Nainggolan. 85er Bewertung und er hat diesmal zum Glück nicht so wie Vidal 57 Pace, sondern er ist weiterhin genauso ein Allround-Spieler, wie er es in den letzten Jahren war. 85er Rating, spielt er jetzt bei Inter Mailand, ist gewechselt vom AS Rom. 75 Pace, 79 Schießen, 78 Passen, 82 Dribbling, 83 Stealth und Physis. Dazu 3 Sterne Weak Foot, 3 Sterne Skill Moves, High High Arbeitsraten. Sieht sehr, sehr gut aus. Und ich denke auch hier wieder, dieser Spieler wird definitiv sehr gut im FUT Champions zu spielen sein. Ein richtig guter Allrounder, Abräumer, Offensivqualitäten. Er ist sehr, sehr gut. Er hat ein gutes und ordentliches Tempo. Also Raja Nainggolan, da würde ich nicht Nein sagen, den in meinem FUT Champions Team zu haben. Richtig gute Karte. Platz Nummer 79. Wir machen weiter mit der italienischen Serie A. Da gehen wir diesmal zu Juventus Turin. Und da ist unser Linksverteidiger der erste 86-rated Player. Und zwar ist das Alexandro Lobo Silva. Der hat wieder ein 86er Rating bekommen. Pace-mäßig sieht das gut aus mit 85. Dazu ein 77er Passwert, ein 81er Dribblingwert, 82 und 83er Physiswert. Jetzt insgesamt kann man definitiv sagen, der sieht schon mal besser aus als David Alaba, den wir gestern gehabt haben. Allgemein, wie gesagt, ich habe es mir eh schon vorgestellt, Premier League Serie A werden so die zwei Ligen werden, die oft gespielt werden. Ich mit meinen Werten immer, Katastrophe. Auf jeden Fall sieht er gut aus. Ja, sieht er gut aus und gerade Serie A technisch haben wir da einen richtig guten Linksverteidiger. Wir haben Manolas zum Beispiel schon, wir haben Nainggolan. Das sind schon drei Spieler, die definitiv auch sehr, sehr gut zueinander finden, sehr gut miteinander harmonieren. Wir haben Milinkovic-Savic mit dabei. Mal gucken, was noch aus der Serie A so kommen wird. Aber Alexandro gefällt mir sehr, sehr gut. High, high Arbeitsraten. Okay. Mal gucken, wie er sich so spielen lässt. Ich bin gespannt, aber bei FUT Champions wird er definitiv öfters zu sehen sein. Drei Spieler haben wir jetzt und der dritte Spieler ist auch aus der Serie A. Das ist Benatia. Er kriegt einen 86er Rating. Auch er geht nochmal mit einem Upgrade nach oben. 70 Pace, 87 Def, 85 Physis. Dazu ein 65er Dribbling, ein 54er Passwert. Medium High Work Rates, was sehr, sehr geil ist für diese Karte. Er ist nicht der Schnellste, aber er bleibt halt einfach hinten. Ne? Er ist ein Abräumer. Sein Team of the Season letztes Jahr war überragend. Und ich bin mir auch relativ sicher, dass er dieses Jahr echt nicht so schlecht ist. Mit Manolas und Benatia, dazu Alexandro, da hat man schon eine ordentliche Dreierkette. Muss man wirklich so sagen. Und deswegen Benatia kriegt von mir definitiv einen Daumen nach oben. Die Karte gefällt mir sehr, sehr gut. Weitermachen wir mit dem ersten Spieler aus der La Liga. Pareo, 86er Rating, 4 Sterne Weak Foot, 3 Sterne Skills, Medium Low Work Rate, 47 Pace. Sonst eigentlich gar keine so schlechte Karte. Mit 80 Schießen, 88 Passen, 79 Dribbling dazu, jeweils 71 Def und Physis. Aber die Pace-Anzahl macht es halt wieder so wie gestern. Die ganzen La Liga-Spieler sind nicht die schnellsten. Die ganzen La Liga-Spieler würde ich nicht unbedingt spielen. Und auch hier bin ich extrem enttäuscht über diese Karte. Klar, er war jetzt schon immer nicht der schnellste. Aber 47 Pace ist schon ein Stück weit hart. Ja, auch hier kann man wirklich sagen, SBC-Hure. Herzlich willkommen mit Koke zusammen, beide Spanier, guter Link, kann man auf jeden Fall machen. Überraschung für mich, nächster Spieler, erster aus der Premier League, Matic, 86er Bewertung, Medium High Work Rates, ZDM, 56 Pace, das sind wir wieder bei der Pace-Anzahl, sonst 83 Def, 83 Füße, 76 Dribbling, 79 Passen, 71 Schießen,
3 Sterne Weak Foot, 3 Sterne Skill Move. Sieht sehr, sehr gut aus, bis auf das Pace. Aber wird, meiner Meinung nach ist da schon Fabinho ein Stück weit einfach besser. Auch wenn er nur ein 85er Rating hat. Aber alleine, dass er 15 mehr Pace hat, macht ihn einfach nochmal besser aussehend, ja. Wie gesagt, ich habe es auch gestern schon erzählt, man weiß natürlich nicht, wie sieht's denn aus. Spielt Pace eine große Rolle oder nicht? Aber Matic, ich sag so, alles unter 65 Pace ist halt wirklich nicht so geil. Eigentlich alles unter 70 Pace. Okay, sonst die Werte gefallen mir gut. Kann man ja mal ausprobieren. Vielleicht kriegt er den ein oder anderen Info, wo er dann vielleicht irgendwann mal auf die 70 Pace kommt. Matic, unser Platz Numero, wenn mich nicht gar alles täuscht, 76, genau. Für mich ein sehr, sehr geiler Spieler, der nächste aus der Serie A, der definitiv spielbar aussieht. 5 Sterne Skills, 3 Sterne Weak Foot, High Medium Work Rates. Douglas Costa, 86er Rating mit 95 Tempo, 91 Dribbling, 75 Schießen und 81 Pass, dazu eine 65er Physis. Er sieht sehr, 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 sehr stark aus, muss man wirklich sagen. Vor allem durch seine 5 Sterne Skills, so, durch sein enormes Tempo, wenn man das vergleichen, zum Beispiel Kimmich hat... Ja, ein paar Pace weniger, ja, und wenn er dann dort gegen Douglas Costa spielt, klar, dann mehr Körper vielleicht, aber das Tempo ist dann vielleicht doch entscheidender und er läuft ihm davon, muss man schauen, aber diese Karte finde ich überragend, die sieht sehr, 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 sehr gut aus und Douglas Costa hat sich auch bei Juventus Turin gemacht und ich bin mir sicher, er wird sich weitermachen in dieser Saison, vor allen Dingen mit seinem neuen Spielpartner Cristiano Ronaldo, Dybala hat er ja auch noch mit dabei, also die Juventus-Mannschaft sieht sehr geil aus und mit Douglas Costa linkes Mittelfeld und Alexandro linker Verteidiger haben wir einen absolut krank geilen Perfect Link, wo eigentlich schon die Chemie sozusagen fertig gemacht wurde. Ja, und deswegen Douglas Costa, eine 9 von 10 kriegt er von mir definitiv für diese Karte. Nächster Premier League Spieler, Innenverteidiger, Spanier Azpilicueta, 86er Rating, richtig gute Werte. Medium Work Rate, 76 Tempo, 87 Defensiv, was sehr stark ist. Eine 77er Physis, 78er Passen, 74er Tripling. Den Schuss lassen wir jetzt mal weg. Aber man muss halt einfach wirklich sagen, diese Around-Werte als Innenverteidiger sind auch nicht immer ganz so schlecht. Vor allem, er hat ein gutes Aufbauspiel. Mit ihm kann man mal ins 1 gegen 1 gehen oder mal trippeln. Er ist schnell, er kann anderen Spielern natürlich den Ball ablaufen, kann seinen Körper reinstellen durch die große und extrem starke Defensivwerte. Er hat auch eine gute Physis eigentlich letztes Jahr gehabt, so kam es mir zumindest vor. Hat nicht umsonst einen Team of the Season bekommen, der auch nochmal richtig stark aussah. Aber auf Azpilicueta freue ich mich extrem. Auch hier von mir eine 7 von 10, richtig geile Karte. Kommen wir zum allerersten Bundesligaspieler und das ist kein geringerer als Naldo. Ja Jungs, Naldo kriegt einen 86er Rating, der Schalker Spieler, 63 Tempo. Man muss es sehen, man muss halt einfach sehen, er ist in die Jahre gekommen, ist einfach so, deswegen gibt es da auch definitiv einen Pace Downgrade. 69er Schießen, er wird trotzdem Schusspower auf 99 sein, weil Freistöße oder sonst was bei 3 liegen gefühlt. 64er Passen ist okay, solide, genauso wie das 62er Dribbling. Er hat fast die gleichen Werte in der Defensive und Physis wie Azpi mit 87 Defending und 74 Physis. Muss dazu aber sagen, dass Naldo halt einfach gefühlt nochmal 20 cm größer ist als Azpilicueta. Und deswegen muss man halt schauen, wer jetzt von beiden besser in der Defensive ist. Ich denke, besser in der Offensive wird Azpi sein. Bei den Ecken wird natürlich Naldo ein Stück weit besser sein, vor allem durch seine Körpergröße. Aber Naldo, okay. Kann man spielen, wird ich persönlich aber nicht. Nächster Premier League Spieler. Und da bin ich überrascht, dass Fernandinho nur noch 67 Pace hat. Hat er einen Pace Downgrade gekriegt? Das weiß ich gerade gar nicht. Müsste mal höchstens mal nachgucken. Ne? Aber Fernandinho mit einem 86er Rating, überragende Allround Stats. Aber auch hier ist wieder das Mango Tempo. Tempo ist immer wieder das Mango und deswegen macht es wahrscheinlich Nainggolan zu einem der besten Sechser bzw. Achter in dem ganzen Spiel, weil er einfach nochmal 8 Tempo mehr hat als Fernandinho. Sonst seine Werte sehen mega geil aus. Er hat Medium High Work Rates, 3 Sterne Skills, 4 Sterne schwacher Fuß, 83 Def, 79 Physis, 79 Dribbling, 78 Passen, 74 Schießen. Das sieht sehr, sehr gut aus. Natürlich gibt es Chemistry Styles, die kann man alle anwenden, dann wird er vielleicht nochmal ein Stück weit schneller werden. Wie sich die ganzen Chemistry Styles auf die Spieler auswirken, kann ich persönlich jetzt noch nicht sagen, aber so grundsolide sieht Fernandinho echt gut aus. Nächster Juventus-Spieler, Pjanic, zentrales Mittelfeld, 86er Rating, auch er mit 4 Sterne Weak Foot, 3 Sterne Skills. Es ist ein Achter mit guten Passwerten und guten Dribblingwerten, darauf, wo es halt drauf ankommt. Nicht der schnellste, guten Schuss oder soliden Schuss, muss man sagen, mit 70 Schießen, kommt halt drauf an, wie wieder die einzelnen Schussstats in den Ingame-Stats da aufgeteilt sind.
Eine 73er Defensive ist völlig in Ordnung, 69er Physis auch. Muss man schauen, wie halt Ingame-Stats immer wieder aufgeteilt sind. Bei allen Spielern, es kann natürlich auch sein, dass die Werte manchmal extrem nach unten gegangen sind durch einen bestimmten Wert, der halt nicht so geil ist. Aber trotzdem, eigentlich sehen die Werte gar nicht so schlecht Ingame aus. Ja, muss man schauen. Pjanic gefällt mir ganz okay, würde trotzdem Nainggolan definitiv bevorzugen oder Matuidi. Und damit machen wir direkt mal weiter. Platz Nummer 70 ist Leroy Sané und ich habe richtig prediktet, dass er eine 86 bekommen wird. 4 Sterne Skills, sehr, sehr geil. 3 Sterne Weak Foot, dazu High Medium Work Rates, 95 Tempo auch er, 81 Schießen, 86 Dribbling, 78 Passen, 70 Physis. Eine richtig, richtig geile Karte, vor allem durch seine 4 Sterne Skill Moves. Die hatte er, glaube ich, letztes Jahr nämlich nicht. Und dadurch macht es Sané definitiv, ist er spielbarer als letztes Jahr. Auch wenn er letztes Jahr durch allgemein seine Physis schon extrem stark war, macht es jetzt ihn nochmal viel, viel attraktiver durch seine 4 Sterne Skill Moves. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wer von euch findet, welche Karte ist am schlechtesten getroffen, welche ist am besten getroffen. Aber Sané und Douglas Costa sind zwei linke Flügelspieler, die mir sehr gut gefallen. Nächster Spieler aus der Serie A, Juventus Turin, man kennt ihn, Bonucci. Zurückgewechselt vom AC Mailand, 61 Tempo, okay, 87 Def, 80 Physis, Low High Work Rates, was sehr cool ist. Ja, muss man schauen, ob sich das wirklich so ausmacht, ob Medium High oder Low High. Aber trotzdem, Werte gehen in Ordnung, Tempo braucht man nicht drüber reden, sage ich fast bei jedem Spieler, dass ich mir da vielleicht ein Stück weit mehr gewünscht hätte, aber es gibt halt immer wieder Spieler, die vom Pace her nicht ganz so geil sind, aber auch Pace-Spieler oder Spieler, die vom Pace her überragend sind, wie zum Beispiel Sané oder Douglas Costa. Also Bonucci, muss man schauen, würde ich trotzdem wahrscheinlich eher Manolas spielen lassen, er hat ja auch Medium High und deswegen ist das in Ordnung, Bonucci, schön und gut. Wir gucken mal, wer noch so kommt. Okay, Jungs, der nächste Deutsche, Jerome Boateng, 86er Bewertung, 4 Sterne Weak Foot. Was mir gefällt, sind die 73 Tempo, dazu 85 Def und 83 Physis. Hat ein bisschen abgebaut, was das Rating angeht. Man muss dazu sagen, meiner Meinung nach auch verdient. Ich weiß gar nicht, ob ich das genauso predicted habe oder ob ich gesagt habe, es ist eine 87er Bewertung. Aber Boateng ist nach unten gegangen. Trotz alledem finde ich seine Werte besser, zum Beispiel als die von Bonucci, gefällt mir einfach besser, hat einfach das nötige Tempo mehr, hat gute Defensive und gute Physiswerte, Medium Workrates ist völlig in Ordnung, Jerome Boateng ist okay, 7 von 10 kann man definitiv mal machen. Oha, und damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, ihr müsst wissen, ich habe die Spieler noch überhaupt nicht gesehen. Müller, nächster deutscher Bayern-Spieler, ist ab jetzt wieder ZOM bzw. Mittelstürmer, heißt, er ist kein rechter Mittelfeldspieler mehr. Was ich persönlich sehr, sehr geil finde, weil Müller für mich auch eher kein Flügelspieler war, sondern eher wirklich in der Zentrale besser aufgehoben ist. 74 Tempo ist völlig in Ordnung, 83 Schießen ist geil, 80 Passen, 78 Dribbling, 71er Physis, 4 Sterne Weak Foot, 3 Sterne Skills, High Work Rate, so wie wir halt Thomas Müller kennen. Ich finde, die Karte ist sehr, sehr gut getroffen, gefällt mir gut die Karte. Würde ich vielleicht auch nicht unbedingt spielen, aber für einen Bayern-Fan geht das auf jeden Fall fit. Ein guter 8er, 9er, 10er, wie ihr es eben haben wollt, vielleicht auch Stürmer, aber ich denke, da wird Lewandowski als Stürmer nochmal ein Stück weit besser sein. Wir machen weiter mit dem nächsten brasilianischen Torhüter aus der Premier League und das ist Ederson. Der bekommt auch eine 86. Mit Alisson und Ederson haben wir auf jeden Fall zwei richtig gute Keeper hier schon mal in der Premier League vorhanden. 85 Diving, 87 Reflex, wir haben 82 Positioning, 90 Kickoff, 80 Handling, 64 Speed, was echt nicht wenig ist für einen Torhüter. Er ist schnell, traditionell ist er. 3 Sterne Weak Foot, 1 Sterne Skill Moves, okay, Linksfuß. Diese Karte sieht gut aus, ja, und mit Alisson und Ederson sind da echt zwei richtig krank geile Torhüter dabei aus der Premier League, die mir jetzt schon sehr gut gefallen. Die Frage ist, sind sie auch wirklich so gut, wie sie aussehen? Das ist immer die Frage, vor allen Dingen bei Torhütern. Roberto Firmino, unser nächster Spieler, 86er Bewertung, was mich riesig freut. Ich finde Liverpool mega geil und was die halt letzte Saison abgerissen haben, war sensationell, vor allem in der Offensive. Mittelstürmer, auch er mit 77 Tempo, völlig in Ordnung, gehe ich komplett mit. 83er Schießen, 80 Pass, fast wie bei Müller oder genauso wie bei Müller. Wir haben einen 86er Dribbling, was vielleicht nochmal ein Stück weit besser ist und eine 78er Physis. 4 Sterne Weak Foot, 4 Sterne Skill Moves, High Work Rates, sehr geile Karte, gehe ich mit. Vielleicht 79, 80 Tempo wäre vielleicht nochmal ein Stück weit geiler gewesen, aber Roberto Firmino wird eine geile Karte sein, da bin ich mir sicher. Er gefällt mir auch so schon im Real Life sehr, sehr gut, war bei Hoffenheim schon stark, ist bei Liverpool nochmal mehr aufgeblüht, weiß, wie er seinen Körper einzusetzen hat.
Deswegen, ich freue mich auf Bobby Firmino. Aber richtig. Nächster Spieler, Paris Saint-Germain. Verratti kriegt einen Downgrade auf 86, 65er Pace, 60 Schieße, 66er Physis. 4 Sterne, Medium High Work Rates, 89 Dribbling, 84 Passende und 79 Defensive. Okay, ein Spieler, den ich gefühlt bei Food Champions auch in FIFA 18 nie gesehen habe, wird wahrscheinlich dieses Jahr auch nicht anders werden. 5 von 10 vielleicht, ist okay, kann man benutzen, muss man nicht. Ja, cool. Wir machen weiter mit Otamendi, nächster Premier League Spieler, auch er durch seine 60 Pace nicht unbedingt brauchbar, High Work Rates. Auch nicht ganz so geil, 57er Schießen, naja, 63er Passen, naja, 61er Dribbling, naja, 86 Stefan, 80 Füße ist völlig in Ordnung für seine Bewertung, gefällt mir gut, aber der Rest der Karte sieht halt einfach nicht wirklich schmackhaft aus und deswegen würde ich auch hier sagen, genauso wie Company, SPC-Hure, wird kaum genutzt, bin ich mir relativ sicher. Okay Jungs, jetzt kommen wir zu Thiago und da muss ich sagen, einen 86er Downgrade bekommt er, warum, wieso, weshalb? Ich hätte ihn eigentlich gerne auf 87 bzw. 88 schon gesehen. Thiago ist kein schlechter und seine Werte sehen ganz gut aus. Ja, er ist ein 8er, den kann man definitiv auch als 10er spielen. Mit 73 Tempo ist solide, 74 Schießen ist solide, 84 Passen und 89 Dribbling. Sehr, sehr geil. Hätte ich beim Passwert mir noch sogar noch ein Stück weit höher vorgestellt, weil Thiago spielt schon geile Pässe. 67 Def ist auch nicht so schlecht, hätte ich gar nicht erwartet. Und 63 Physis, okay. Er ist klein, er weiß zwar, wie er mit seinem Körper umgeht, aber gegen größere Leute wie zum Beispiel Matic keine Chance. Medium Work Rates, er hat seine 5 Sterne Skills behalten, 4 Sterne Weak Foot. Ist okay, weiß aber auch so nicht. Puh. Würde ich den spielen oder eher nicht? Schreibt es mir gerne mal unten in die Kommentare. Und der letzte Spieler für heute wird Mesut Özil werden. Auch er mit einem Downgrade auf 86. Medium Low Work Rates. 4 Sterne Skills, 2 Sterne Weak Foot. 58 Physis. 70 Pace, 73 Schießen, 86 Passen, 84 Dribbling. Nee, Jungs, auch der Spieler ist nicht mehr wirklich zu gebrauchen, meiner Meinung nach, bei Food Champions. Und einer hat sogar gestern gefragt, warum gehst du denn immer von Food Champions aus? Liegt einfach daran, dass Food Champions der Modus schlechthin mittlerweile ist, wo es darum geht, Spieler wirklich ein gutes Team zu haben und sich mit anderen Spielern zu messen. Und da passt Özil einfach nicht rein. Ist einfach meine Meinung, deswegen vergleiche ich auch viele Spieler mit dem Food Champions Level, welcher jetzt zu sehen ist und welcher auch nicht. Und Mesut Özil passt da definitiv nicht rein. Und ja, mal gucken. Welche Spieler sind brauchbar? Wir gehen ganz kurz durch. Thiago vielleicht, Otamendi nicht, Verratti nicht, Roberto Firmino definitiv, finde ich geil. Ederson ist cool, Müller vielleicht, Boateng kann man nutzen, Bonucci eher nicht, Sané definitiv, Pjanic so halb, Fernandinho muss man gucken, wie es mit den Chemistry Styles aussieht, wie er halt so in-game drauf ist. Naldo eher nicht, würde ich sagen, Azpi definitiv, Douglas Costa definitiv. Matic eher nicht, Pareo eher nicht, Benatia definitiv, Alexandro auch, genauso wie Nainggolan. Also wir haben schon mal jetzt ein paar mehr Spieler, die brauchbar sind und wir gucken einfach mal, wie das morgen aussieht. Morgen wird das Video übrigens ein Stück weit später kommen, weil ich erst noch Spiel habe, damit ihr euch jetzt schon mal drauf einstellt auf 18, 19, 20 Uhr, damit ihr jetzt schon mal Bescheid wisst. Es wird aber morgen früh definitiv noch ein Video zum Player of the Month geben, denn der ist nämlich raus und da möchte ich mit euch zusammen durchgehen, in was wir investieren könnten. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, wie gesagt, Daumen nach oben. Vielen, vielen Dank für den Support. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Ich bin raus. Euer Chris und ciao.